Die Salzburg will künftig neue Produkte entwickeln, die das Leben der Kunden in Zukunft noch leichter machen. Dazu gilt es, über den Tellerrand zu blicken, um neue Ideen ins Unternehmen zu bringen. Kreativität ist hier gefragt. Dazu wurde das Innovationsprogramm der Salzburger AG ins Leben gerufen und die Innovationszone als neue Arbeitswelt im Unternehmen etabliert. Es geht hier nicht nur darum, dass wir hier in neuen Arbeitswelten Produkte entwickeln, sondern es geht gerade auch darum, dass wir als Unternehmen auch unseren Mitarbeitern, die Top-Leute sind, die auch top motiviert sind, die Möglichkeit schaffen, im kreativen Umfeld kreative Ideen zu entwickeln. Kreative Ideen zu entwickeln und dafür das richtige Umfeld zu haben, ist wichtig, bestätigt auch Christiane Wager, Zukunfts- und Trendforscherin aus Wien. Grundsätzlich geht es darum, dass sich das Leben und die Arbeit miteinander vermischen wird. Der große Treiber davon ist natürlich die Digitalisierung. Und deswegen müssen wir in Zukunft überlegen, wie nutzen wir die Orte neu? Wo arbeiten wir zu Hause? Wollen wir überhaupt zu Hause arbeiten? Oder verbannen wir die ganzen Tablets und Handys? Und noch elementarer hier in der Salzburg AG, wie möchten wir unsere Arbeitsräume hier neu gestalten, um diesem prozesshaften, diesem kooperativen, diesem vernetzten Arbeit in Zukunft auch gerecht zu werden. Um eben dieses Zusammenspiel zu fördern, gibt es die neue Innovationszone der Salzburg AG auch als Treffpunkt für Meetings. Wir brauchen für unterschiedliche Arbeitsphasen auch unterschiedliche Arbeitsräume bzw. Arbeitszonen, wie wir das hier sehen. Die Innovationszone der Salzburg AG ist in mehrere Bereiche aufgeteilt, um eben diesen Bedürfnissen nachzukommen. Und das ist gemäß Wager eine sehr gute Kombination für ein zukunftsträchtiges Unternehmen. Ich habe auch heute vor allem noch mal mehr mitbekommen, was hier alles gemacht wird und dass es eben nicht nur einen linearen Strang gibt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen kleinen Teilbereich von dem gesamten Unternehmen umgebaut und das muss jetzt erstmal wieder reichen für die nächsten 5 Jahre an Innovation, sondern was hier sehr gut passiert ist, dass man unterschiedliche Module zusammenbringt, unterschiedliche Ebenen zusammenbringt und versucht, da ein Gesamtbild draus zu machen, was Innovation angeht. Die Salzburg AG arbeitet weiter an der Innovation. Im Sommer gibt es das Robotercamp für Kids, im September geht die Innovation Challenge 3 ins Finale, dann wissen wir auch, welche Projektideen neu ins Unternehmen gebracht werden.